Wer hat das kommen sehen? Nach der Übernahme der Pleitebank Silicon Valley Bank durch First Citizen kommt Beruhigung in die Bankaktien, zumindest vorübergehend, denn das eigentliche Problem scheint mir nicht gelöst, nämlich dass es woanders als bei diesen Regionalbanken viel höhere Zinsen gibt. Solange das der Fall ist, dürften diese Banken unter Druck bleiben, aber egal, heute sehen wir eben erstmal Beruhigung in Bankaktien, diese steigen. Und das, was zuletzt deutlich gestiegen ist, das waren ja die großen Tech-Aktien, die kommen heute latent unter Druck. Die Differenz zwischen dem Crash der Bankaktien, so muss man es ja glaube ich schon nennen, und der Outperformance der Tech-Aktien war gigantisch, war riesig. Dass das nicht ewig so weitergehen kann, war eigentlich schon irgendwie klar. Insofern sehen wir jetzt ein Stück weit eine Normalisierung, was die Kapitalströme betrifft. Vorher alles rein in Tech, raus aus Banken, jetzt wieder was rein in Banken und raus aus Tech. So könnte man das Geschehen am heutigen Montag mal hier charakterisieren. Hier sehen wir mal in dieser Grafik von Northman Trader, wie stark Tech oben abgewichen ist, super outperformt die Bankaktien im freien Fall. Und hier hatte heute schon ein Twitter-Kommentator gesagt, also wenn da ein bisschen Beruhigung reinkommt im Bankensektor, dann wird Tech abverkauft. Das war ja sozusagen der angenommene sichere Hafen, diese Geschäftsmodelle von Apple und Co., die seien ja mehr oder weniger krisenfest, glaube ich nicht, aber spannend drüber. Jedenfalls sehen wir, dass heute zwischenzeitlich der Nasdaq 20% von seinem Oktober-Tief gestiegen war, oder vom Dezember-Tief genauer gesagt, das wir letztes Jahr, Ende letzten Jahres gemacht haben. Aber wir haben auch immer wieder solche Rallyes gesehen, solche impulsiven Rallyes gesehen. Die Frage ist, wie nachhaltig sind die eben beim Nasdaq, wenn wir nach wie vor die Situation haben, und das ist jetzt die Kehrseite der ganzen Geschichte, wenn Beruhigung reinkommen sollte in den Bankensektor, dann ist die Fed ja im Grunde wieder auf ihrem alten Pfad der Zinsanhebungen. Die Märkte hatten ja im Prinzip komplett ausgepreist, dass da nochmal eine Zinsanhebung kommt. Jetzt ist heute wieder die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass da durchaus im März, im Mai nochmal eine Zinsanhebung kommt. Deswegen sehen wir heute, wie die US-Renditen steigen, die zuletzt ja massiv unter Druck gekommen waren. Also heute ist im Grunde alles anders als es oder genau das Gegenteil dessen, was zuletzt der Fall war. An den Märkten, hier sehen wir mal, Price-Earnings-Forward-Ratio, also praktisch Kurs-Gewinn-Verhältnis auf die Zukunft projiziert, 30% gestiegen bei den Tech-Aktien im S&P 500. Und wenn wir hier mal den Vergleich anschauen zwischen dem S&P und dem S&P 500 Equal Weight, also dem normalen S&P 500, wo eine Apple extrem stark gewichtet ist, eine Microsoft, eine Amazon, wie sie alle heißen, halt die großen Tech-Aktien, und der Durchschnittsakte der normalen Aktie, bei diesem Equal Weight Index sind alle Aktien gleichgewichtet, eben nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet. Und so sehen wir, wie stark diese Equal Weight S&P 500 gefallen ist. Eigentlich ein intakter Bärenmarkt, wenn man so will. Jetzt sehen wir, dass die Durchschnittsaktie sich tendenziell erholt, während Big Tech heute nicht schlimm, aber doch ein bisschen unter Druck ist. Wir sehen eine Amazon 1% im Minus, wir sehen eine Google fast 3% im Minus. All die Dickfische sind alle im Minus, bis auf Tesla. Tesla ist dann immer eine Sondergeschichte, gell? Es ist ja auch das beste Unternehmen der Welt. Wir sehen, dass die, das wollte ich hier noch zeigen, hier links unten, dass die Bankaktien heute deutlich zulegen können. Da ist jetzt wieder ein bisschen Entwarnung angesagt, aber ist jetzt für den Gesamtmarkt Entwarnung angesagt. Wir haben jetzt erstmal so eine kleine Beruhigung in der Bankenkrise. Aber was, wenn eben das alte Thema Inflation, Fed-Zinsanhebungen wieder aufpoppt? Der S&P 500, der war ja in so einem steigenden Trendkanal und ist da rausgefallen, versucht wieder reinzukommen. Wir kämpfen jetzt ziemlich aktuell auch an dieser unteren Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals. Da wird also gekämpft zwischen Bullen und Bären. Wer wird sich durchsetzen? Hier sehen wir, was in den letzten Tagen passiert ist. Wir haben eine massive Versteilung der Zinskurve gesehen, die ja so invertiert war, zwischenzeitlich wie seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Hier sieht man den schnellsten Zuwachs oder die schnellste Versteilung dieser Zinskurve seit der Finanzkrise, seit Oktober 2008. Normalerweise passieren solche Versteilungen der Zinskurve eigentlich nur innerhalb einer Rezession und nicht davor. Hier sehen wir mal im historischen Kontext mit den Rezessionen, die hier dunkelgrau straffiert sind, was für eine Bewegung das ist. Das ist durchaus historisch gewesen, diese Versteilung jetzt.
Also wir sehen, da ist durchaus Action am Markt. Stagflation is upon us. So heute ein Teilnehmer der Dallas Fed Manufacturing Survey. Also praktisch das Gewerbe in der Region Dallas. Da ist man ziemlich negativ und sagt, ja, wir haben weiter hohe Kosten, wir haben weiter Probleme, qualifizierte Leute zu finden und gleichzeitig sehen wir, dass die Nachfrage nachlässt. Und das sagt auch Citigroup, die haben einen Tracker, der sozusagen Kreditkartendaten und Geschäftsbelegungen und Smartphone-Daten erhebt. Und hier sagt man, also der Traffic in Läden dürfte 7,3% abgenommen haben und auch die Kreditkartendaten zeigen, dass diese Bankenkrise durchaus Auswirkungen auf den Konsumenten hatte. Wahrscheinlich, weil eben die Banken die Konditionen bei ihrer Kreditvergabe verschärft haben oder vorsichtiger geworden sind im Rahmen dieser Bankenkrise. Und hier sehen wir mal das zweite große Problem neben den Geldabflüssen, unter denen diese eher mittelgroßen oder regionalen Banken in den USA leiden. Da kommen jetzt in den nächsten 5 Jahren 2,5 Billionen an Anleihen, die praktisch an Krediten, die hier neu finanziert werden müssen, refinanziert werden müssen. Und das ist ein Riesenproblem, weil eben vor allem diese Regionalbanken in diesem Commercial Real Estate Bereich, also in diesem Gewerbeimmobilienbereich, so stark präsent sind. Diese Büros, diese Gewerbeimmobilien sind derzeit in vielen Regionen, in vielen Großstädten der USA nur zu 2/3 überhaupt belegt. Das heißt, da haben wir ein richtiges Bewertungsthema. Und hier sehen wir nochmal diese Abflüsse aus den Bankkonten und die Zuflüsse vor allem in den Geldmarkt in den USA. Hier sehen wir, das hat ein bisschen nachgelassen, ist immer noch positiv, also es fließt nach wie vor Geld in diese Geldmarktfonds. Und hier NetAlliance mit einer Frage eines größeren Kunden, der sagte, naja, warum soll ich mein Geld denn in diesen Geldmarktfonds packen? Und dann sagt man seitens eben dieses Analysehauses, naja, du hast keine State Income Tax, du hast jede Menge Liquidity und du meidest eben bestimmte Risiken. Also haben auch offenkundig viele dieses Szenario gesehen und gesagt, hey, da kriege ich gute Zinsen, das scheint safe zu sein, da kriege ich weniger gute Zinsen, ob das safe ist, das weiß ich nicht, ob das sicher ist, das kann ich nicht wirklich abschätzen, aber Rothbard, ein Vertreter der Wiener Schule, den hier Thorsten Polleit zitiert, der sagt, wenn die Kreditexpansion stoppt, und die ist eben jetzt ein Stück weit gestoppt, wir sehen keine Expansion mehr, sondern Kontraktion, wir sehen hier die Geldmenge, Money Supply Grows negativ, dann kommt es zu unvermeidbaren Adjustierungen, gerade bei den ungesündesten Overinvestments in Booms, also in die Bereiche, die Blasen ausgebildet haben. And the longer the boom is kept going, the more harrowing the readjustments that must be made. Also je krasser der Boom war, je länger dieser Boom gedauert hat, umso krasser dann eben auch die Adjustierungen. Die platzenden Blasen werden dann wieder zurückgeführt auf ein Normalmaß, könnte man sagen. Normalerweise, wenn Blasen platzen, dann passiert sogar das Gegenteil. Da passieren Untertreibungen in den Bewertungen. Stehen wir vor einer solchen Situation? Das wird sich zeigen. Stehen wir da auch bei Kryptos, etwa Bitcoin? Heute Binance und die Coinbase praktisch mit Regulatory Violations durch die CFTC belangt worden. Das hat Bitcoin unter Druck gebracht. Das sieht schon so im kurzen Zeitfenster ein bisschen toppisch aus. Wir haben eine Unterstützung, so im Bereich, so wenn ich das sehe, 26.500. Die hat zunächst mal noch gehalten. Wenn die hält, dann hat Bitcoin die Chance, vielleicht nochmal eine Gegenbewegung zu machen. Man ist dann wieder ein bisschen nach oben gekommen. Sollte allerdings diese 26.500 brechen, dann könnte es ungemütlich werden. Ich bin noch short in Bitcoin, will das nochmal abwarten. Insgesamt meine Investments, manchmal schneller, manchmal etwas langsamer. Da werde ich immer wieder gefragt, ja, bist du noch in Tesla short, bist du noch in Gold short? Das ist schon ziemlich lange her, da bin ich schon lang, lang raus aus diesen Nummern und es hat eigentlich alles ganz ordentlich geklappt, auch wenn es zwischendurch mal nicht so hübsch aussah. Was macht jetzt die Fed? Es gibt jede Menge Speaker diese Woche.
seitens der Fed. Wir hatten jetzt am Sonntag Kashkari, der gesagt hat, naja, es ist unklar, wie die ganze Geschichte weitergeht. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Aber klar sei, dass wenn hier die Kreditvergabe sich nicht mehr so entspannt zeigt, sondern die Banken da ein bisschen die Daumenschrauben anziehen, dass dann eine Rezession natürlich wahrscheinlicher wird. Normalerweise darf ein Notenbanker das Wort Rezession nicht in den Mund nehmen. Hier sehen wir mal die Erklärung, die Vize-Fed-Chef Michael Barr gegeben hat über das Scheitern der Silicon Valley Bank. Die hätte also devastating and unexpected run erlebt, also praktisch massive Geldabflüsse. Gleichzeitig hat man nicht abgesichert seine Positionen. Nun gut, das dürfte vielen so gehen. Bei JP Morgan ist sicherlich die Absicherung besser, weil da einfach mehr Know-how vielleicht auch zur Verfügung steht als in solchen mittelgroßen bis kleineren Banken. Aber es ist eben dieser Mittelabfluss, der letztendlich diese Bank, das war der erste Stein des Anstoßes, das ist ein Problem, das viele, viele Banken haben, nicht nur Silicon Valley Bank. Jetzt bleibt die Einlagensicherung auf 20 Milliarden erstmal sitzen. Das ist etwa 15% dessen, was da überhaupt drin ist. Also hier ist es so, First Citizen, die hier massiv gestiegen sind bei Eröffnung, 49%, eine Regionalbank aus North Carolina vor allem, auch ein bisschen in South Carolina. Die können jetzt erstmal davon profitieren, aber der Schrott verbleibt eben in der Einlagensicherung. Da werden also Verluste letztendlich sozialisiert, Gewinne privatisiert. Ich hatte heute Morgen ein Video gemacht in Sachen, ist der Kapitalismus an der Bankenkrise schuld? Und hier diesen Satz gebracht auch von Rainer Zittelmann, der gesagt hat, naja, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann sagst du auch nicht, naja, es war die Schwerkraft, sondern du guckst, klar war es die Schwerkraft, klar ist da bei Banken manches im Argen, das ist ja gar keine Frage, klar gibt es da Gier, aber wenn man Kapitalismus und Marktwirtschaft jetzt mal als sehr verwandte Bereiche betrachtet, glaube ich, dass wir einfach viel zu viel reguliert haben und vor allem die Banken in solche Investments wie Staatsanleihen, wie Mortgage-Backed Securities reingezwungen haben. Das wurde ihnen jetzt teilweise zum Verhängnis. Dieser Finanzsektor ist massiv reguliert. Also das ist durchaus auch eben in Kombination mit dieser Nullzinspolitik, die von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Es ist wie bei einer Droge. Du bist erstmal gut drauf, aber dann wirst du, wenn du Pech hast, süchtig danach. Und wenn du das dann absetzt, dann hast du hinterher nicht mehr so gute Laune. Hier sehen wir mal ein bisschen Bärenpornografie, meine Damen und Herren. Der Vergleich zwischen 1929 und 2023, da ist die Struktur, wenn Sie da mal gucken, nämlich 1929, wie jetzt auch ein bisschen ähnlich. Unwahrscheinlich, dass es so kommt, aber ich wollte das für die Long-Only-Fraktion zur großen Freude, zum großen Abendamüsement nochmal hier bringen. Und wenn wir jetzt nach Europa kommen, auch hier sehen wir eine deutliche Einschränkung, was die Kreditvergabe betrifft seitens der Banken. Das ist also nicht nur in den USA ein Problem. Heute hatten wir den IFO-Index, deutlich besser als erwartet. Bankenkrise scheint da überhaupt keine Rolle zu spielen bei den befragten 9000 Unternehmen. Nun, das sind meistens größere Unternehmen, die kriegen noch entspannt ihre Kredite. Ob es ein Kleingewerbeunternehmen noch so einfach hat, das wage ich mal zu bezweifeln. Wir sehen aber, welche Bedeutung die Kreditvergabe der Banken an den Privatsektor hier in der Eurozone hat. Das liegt bei gut oder bei um und bei 100% in den USA, deutlich geringer, nur bei 60%. Also wenn wir hier ein Problem mit der Kreditvergabe haben, und das zeigt hier Jörg Krämer in dieser Grafik rechts. Jedes Mal, wenn die Zinsen deutlich gestiegen sind, dann kam eine Rezession und wir haben natürlich massive Reallohnverluste. Also fordern jetzt Verdi und Co. höhere Löhne, zweistellige Lohnzuwächse. Deswegen steht Deutschland heute still. Macht ja auch durchaus Sinn. Die Konsumenten sind diejenigen, die letztendlich die Zeche dafür bezahlen, die uns, wenn man so will, die Notenbanken eingebrockt haben. Jetzt kommt mein zweitbester Freund Marcello Frascherino, der gesagt hat, ja, die Inflation wird nicht von überzogenen Lohnerhöhungen getrieben, sondern von extremen Gewinnen großer Firmen. Ja, da ist was dran. Die konnten zunächst mal im Rahmen der Inflation relativ entspannt ihre Preise anheben. Aber auch das wird schwieriger. Aber natürlich kommt jetzt diese Lohnpreisspirale, wenn die Arbeitnehmer ihre Forderungen durchsetzen können. Die Reallohnverluste sind zu hoch, gar keine Frage. Aber das ist genau das, was eben jetzt kommt, diese sogenannten Zweitrundeneffekte. Denn die Arbeitnehmer werden nicht die ganze Zeit sich die
die Streiks oder die Arbeitgeber werden nicht die ganze Zeit letztendlich damit leben können, dass da nichts mehr seitens der Arbeitnehmer passiert. Abschließend noch ein paar Empfehlungen, meine Damen und Herren. Deutsche Notenbanker wie Isabel Schnabel wollen die Zinsen weiter anheben. Auch Nagel, der Bundesbankchef. Schnabel hat sich nicht durchsetzen können. Die wollte schon beim EZB-Statement bei der letzten Sitzung reinpacken. Wir werden die Zinsen weiter anheben. Das haben die Südländer verhindert, die gesagt haben, nee, lass mal. Wir müssen doch erstmal gucken, wie die Bankenkrise ausgeht. Das ist die erste Empfehlung. Hier sehen wir nochmal eine Übersicht, wie so die Verteilung innerhalb der EZB ist. Wer ist hawkischer, wer ist dovischer? Schnabel tendenziell natürlich eher hawkischer. Wir sehen ganz links Panetta, der Italiener, Sturnaras, der Grieche, also die Südländer auf der anderen Seite. Deutschland kommt in eine Stagflation, das sagt das IW, das Wirtschaftsinstitut. Da bin ich auch der Auffassung, viele sind wieder zu optimistisch, sagen, es gibt keine Rezession. Doch, ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich. Das ist die zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, Big Tech Aktien, 600 Milliarden Dollar mal eben zugelegt. Das birgt Risiken. Welche und warum, das sehen Sie in diesem Artikel. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.